Bitte, töten Sie mich nicht. Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Splinter Cell Pandora Tomorrow. In der letzten Folge sind wir mal wieder in eine Botschaft eingedrungen, diesmal in Osttimor. Da hat sich hier so ein kleiner Terrorist breit gemacht und hat unseren Freund hier festgehalten und verhört. Wir haben jetzt von dem ein paar Informationen bekommen, die müssen wir jetzt allerdings übersetzt bekommen und dafür müssen wir die nette Frau Ingrid Carlson finden. Und dafür müssen wir hier uns durch das Gebäude schleichen und es darf keine Todesopfer geben. Ich habe jetzt den Ton noch mal ein bisschen verändert. Ich hoffe, es ist übersteuert jetzt nicht zu krass. Sonst muss ich doch noch mal nachgucken. So. Wir gehen einfach mal hier rein. Okay. So. Den habe ich mir schon mal gegriffen. Oh, wir gucken mal hier. Ne, hier. Ne. Ah, F1, genau, da waren. Notizen. Wenn er, das war das Intro, oder das Tutorial. Daten. Hier haben wir neue Datenstick. Das sind die Daten, die wir gefunden haben. Genau. Absender Mortified Penguin. So, dann haben wir hier Ingrid Ruth Carlson und das ist hier von Carlson. Ja, scheint eine dieser CIA-Büronymphen zu sein, allerdings mit einer unglaublichen Begabung für Sprachen. Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen, wie erstaunlich kaltblütig sie sich im Ernstfall verhält. Es scheint, als habe Sadono sie von den anderen Geiseln getrennt. Also Sadono ist der fiese Möb, der hier gerade die Botschaft überfällt. Okay, dann gucken wir jetzt mal hier drüben rein. Bonjour. Es ist nichts da. Außer ein Lichtschalter, den machen wir direkt mal aus. So, damit wir hier wieder im Schatten wandeln. Gucken wir nochmal durch. Der da hinten schaut sich schon mal um. Ich glaube, dann gehen wir doch den anderen Weg. So. Ist wieder unser Kumpel. Und über den Balkon geht ja nix. Nee. Oh, da ist der andere. Haha. Okay, hier sehen wir den Gang, durch den auf dessen andere Seite wir gerade gestanden haben. Wir gucken mal hier rein. Eine Toilette.
und vor allem Medipack. So. Okay. Also nicht so wie im ersten Teil, dass wir Medipacks irgendwas ist hier komisch mit dem Boden. Also nicht so, dass wir Medipacks aufsammeln und die dann verbrauchen, sondern wir müssen extra an den Verband kasten und uns dann verbinden und haben dann aber pro Verbandkasten dann eine bestimmte vorgegebene Anzahl an maximal möglichen Verbindungen. So. Bitte nicht schießen, ich bin Amerikaner. Okay, wir machen hier mal das Licht aus. Und hier auch. So. Was zum... Wer war das? Bitte, töten Sie mich nicht. So, ist die Frage, kommt er hoch oder bleibt er unten? Bitte nicht schießen, ich bin Amerikaner. So, ich schaue mir mal die Flasche. Schau mal, ob ich, wenn ich hier stehe, den nicht K.O. geschlagen bekomme. Bei den zwei da hinten bin ich ein bisschen skeptisch, ein bisschen vorsichtig. Ja. Wir haben übrigens auch wieder Wärmebild. Aber das ist im Moment nicht so interessant. Ja, so, da kommt er. Ich meine, er ist hier stehen geblieben, genau. So. So, sehr gut. Dann haben wir den hier schon mal außer Gefecht und aus dem Weg. Ja, ich glaube, ich lege dir jetzt mal ja hier hinten. Das sollte ausreichen. Zack. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, wo ich lang muss. Das Licht ist kaputt. Okay. Ich weiß gerade ein bisschen irritiert, ob das vielleicht wirklich böse ist oder ob das nicht vielleicht sogar eine Geisel ist, aber scheint, als wäre das in der Tat ein Bösewicht. Ob das funktioniert, wenn ich den hier ausschalte? Ja, okay. Dann rück ich das mit, verstehe. Okay, die sind jetzt beide wieder wach. Das ist aber nicht besonders schlimm. Mal um die Ecke schielen. Okay.
Ja, stehen die beiden da. Okay. Da drüben ist noch was. Achso, ich kann ja auch pfeifen. Blöd. Hallo, wer ist da? Der Bereich ist sauber. Hier ist nichts. Sind das Schritte? Okay. Ah. Ja, viel geändert hat sich zum ersten Teil nicht so sehr. Schleichen die immer noch rum und kloppen Leute um. Hallo, wer ist da? So. Jetzt haben wir sie beide. Perfekt. Das hat erstaunlich gut geklappt, würde ich sagen. Jetzt tun wir die noch beiseite, dass die jetzt keiner auf Anhieb findet. Und dann haben wir das Stockwerk hier auch schon relativ gut durchgeräumt. Jetzt können wir uns hier ein bisschen frei bewegen. Ich speichere nochmal für den Fall der Fälle. Ja, hier wären Glasscherben gewesen, die hätten uns ein bisschen Ärger gemacht. Na gut, hier hätten wir uns durchschleichen können. Im Prinzip hätten wir hier dann durchgekonnt. Das ist der Außenhof. Da müssen wir jetzt drüber. Oder durch. Ja. Wie auch immer. Das Nette ist, hier sehen wir jetzt wenigstens die Scheinwerfer. Scharfschütze. Was ich dir zu sagen habe, wird dich nicht erfreuen. Möglich wär's. Bilder von der Überwachungskamera zeigen einen Posten mit Nachtsichtgerät. Er überwacht den nächsten Hof. Einer der Suchscheinwerfer wurde nicht ausgeschaltet. Der sollte das Nachtsichtgerät stören. Ich soll mich in den Lichtkegel stellen? Ich sagte, du würdest es nicht mögen. So.
Der kann mich doch nicht gesehen haben. Ey, also wirklich. Wir machen das Ganze jetzt einfach nochmal. Mensch. Was ich dir zu sagen habe, wird dich nicht erfreuen. Möglich wär's. Bilder von der Überwachungskamera zeigen einen Posten mit Nachtsichtgerät. Er überwacht den nächsten Hof. Einer der Suchscheinwerfer wurde nicht ausgeschaltet. Der sollte das Nachtsichtgerät stören. Ich soll mich in den Lichtkegel stellen? Ich sagte, du würdest es nicht mögen. Okay, das war jetzt echt elegant. Ah, wir haben es geschafft. So. Keiner drin. Oh, da ist Munition. Das ist schon mal ein guter Anfang. Okay, aber so viel haben wir gar nicht verbraucht, von daher ist es... Der Bereich ist sauber. Okay. Gut, das war jetzt absolut random. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Also ich bin nicht besonders schnell gelaufen. Ich war jetzt nicht laut. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur ein Bier getrunken. Ja, ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung, aber wir nehmen es mal so hin, wie es ist. Es hat funktioniert. Und wir dürften jetzt hier gleich bei Ingrid Carlson sein. Hallo. Ingrid? Sie müssen mein Blind Date sein. Ich hoffe, der Trick mit dem Licht hat geholfen. Hat er. Danke. Gern geschehen. Ist allerdings nicht ganz der Job, für den ich eingestellt wurde. Ich bringe Licht ins Sprachengewirr. Dann habe ich Arbeit für Sie. Sehen Sie her. Nettes PDA. Sparen Sie für das Farbmodell? Können Sie es lesen? Es handelt sich um Mambae. Nicht die Muttersprache des Verfassers, aber gar nicht schlecht. Der Text nennt Koordinaten für einen Treffpunkt. 4857 Nord, 0308 Ost, 18 Uhr. Die einzige konkrete Ortsangabe ist Saunier. Das ist kein Mambae. Hier steht, dass Sie kurz davor sind, die Zutaten für das Springfield-Exempel zu bekommen. Das war's. Gezeichnet Mortified Penguin. Mortified Penguin? Mehr weiß ich auch nicht, aber es ist ein Anfang. Und wo wir schon dabei sind, vergessen Sie, was Sie gesehen, gehört und gesagt haben. Kommen Sie zurecht, wenn ich hier verschwinde? Würden Sie bleiben, wenn ich Nein sage? Nein. Gut gemacht, Fischer. Es besteht eine nette Verbindung zwischen den Koordinaten und Saunier. Beide passen zu einem Tieftemperaturtechniklabor in Paris. Gerade bekommen wir Nachricht von Delta. Sie schicken ihre Jungs rein. Das heißt, du bist von der Leine. Frohe Weihnachten, Fischer. Erschieß so viele Extremisten, wie du willst. Ein schneller Ausgang befindet sich unten am Fuß des Turms.
Cohn wartet im Dorf auf dich. Die Osprey kann nicht im Dorf landen. Cohn fürchtet, ein zu gutes Ziel abzugeben. Schieß auf alle Scheinwerfer in der Stadt. Sie werden so tief wie möglich fliegen, um dich am Ende des Piers aufzunehmen. Okay. Also, wir haben einen Freifahrtschein bekommen. Das heißt, wir gucken, schalten Sie Scheinwerfer im Dorf aus, damit Sie von der Osprey aufgenommen werden können. Sonst was? Noch ein Datenstück. Ersatzvorschlag macht mir Sorgen. Noch einmal, nichts ist wichtiger als bei dieser Arbeit als Unauffälligkeit. Keine Beweise, keine Schlamperei. Sie wurden bezahlt, sie sind Profis. Ein Fehlschlag zieht Bestrafung nach sich. Die Bestrafung wird auch die Familien treffen. Point Dexter. Ja, und wir haben Angriffe mit Todesfolge genehmigt bekommen. Das heißt, hatte ich gespeichert, ich glaube. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg. Deswegen gab es wahrscheinlich auch gerade Munition. Damit wir jetzt ein bisschen Feuerwerk machen können. Da gucken wir mal durch. Sieht frei aus. Dann gehen wir raus. Okay. Ach so. Ich hatte gerade überlegt, warum es hier so hell ist, aber das liegt ja daran, dass da das Fenster ist. Das kriegt der da nicht so mit. Oh, das war ein zweiter. Schön. Hallo? Wer ist er? Das ist ein bisschen seltsam. Ich glaube, ich sag da lieber nichts zu. So. Und der ist aus. Ein Eindringling. Okay. Alles ein bisschen seltsam. Aber gut, wir sind noch in der Einführungsmission. Es wird alles noch besser. Hoffe ich. Okay. Gut. Dann gehen wir hier noch hoch. Und aus. Ah, da hinten ist die Osprey. Schön. Mission abgeschlossen. Die von Douglas Shetlands Palm Top erlangten Informationen enthüllen eine Verbindung zwischen einem feindlichen Agenten mit Decknamen Mortified Penguin
und den Saunier-Laboratorien, einem Tieftemperaturtechnikunternehmen in Paris. US-Botschaft in Dili, Osttimor. Das war der 28. März 2006, 20.12 Uhr. Aus der US-Botschaft in Dili gerettet. Die Delta Force war auf einem Übungsgelände der timoresischen Streitkräfte untergebracht. Mit einer Ausnahme blieben alle Geiseln unversehrt. Dennoch protestierte lautstark gegen Japans Plan, eine Informationssicherheitsabteilung aufzustellen und versprach Sanktionen auf. Reagierte auf General Kellners Ankündigung einer erhöhten US-Militärpräsenz in Osttimor mit vorsichtiger Unterstützung unter Rücksichtnahme auf die Befindlichkeiten der Nachbarn. Saunier Tieftemperaturtechnik, Paris, Frankreich, 30. März 2006, 4.12 Uhr. Identifizieren Sie Sardonus Söldnerführer. Ein feindlicher Agent mit Decknamen Mortified Penguin ist mit einer Handvoll französischer und syrischer Söldner in das Saunier Tieftemperaturtechnik-Laboratorium eingerungen. Verfolgen Sie diese Spur der Gruppe, decken Sie Ihre Absichten auf und identifizieren Sie Mortified Penguin. Willkommen in Paris. Genug Lämmer für deinen Geschmack? Absolut. Danke, Lambert. Grimm hat das Sicherheitssystem von Saunier so weit angezapft, dass sie Mortified Penguin verfolgen konnte. Aber wir wissen weder, wer er ist, noch warum er dort ist. Ist er noch drinnen? Schwer zu sagen. Er versteht sein Handwerk. Willst du damit sagen, er ist von der CIA? Wenn ja, genießt er die beste Deckung, die ich je gesehen habe. Offenbar hat er ein Dutzend Verbindungen zu französisch-syrischen Terroristen. Als Mortified Penguin? Das E-Mail-Pseudonym ist alles, was wir haben. Es scheint lächerlich, aber das ist wahrscheinlich unser einziger Ansatzpunkt. Okay, unsere Mission, wenn wir sie denn annehmen, dringen Sie über die stillgelegten U-Bahn-Schächte und entlang des Laboratoriums bei Saunier Cryogenics ein. Die Söldner, denen Fisch verfolgt, haben denselben Weg genommen und einige Fallen und Wachen zurückgelassen. So, unterhalb der Kameras befindet sich ein toter Winkel. Bewegungsmelder können durch langsame Bewegung überlistet werden. Agency-Datei über Saunier Cryogenics. Erleichterung für die todesangstreiche Europäer. Saunier ist eines der ältesten und renommiertesten Laboratorien für Tieftemperaturtechnik in Europa. Die Anfänge der Tieftemperaturtechnik reichen in die Mitte der 70er Jahre zurück, als diese Technik noch wenig Vertrauen einflößte. Saunier jedoch hat massiv in Forschung und Entwicklung investiert und alles Mögliche getan, um auf der Höhe der Entwicklung zu bleiben. Das sichtbarste Resultat dieser Bemühungen war der Schritt in Richtung eines vakuumbasierten Temperaturmanagements, welches keine konstante Energiequelle benötigt, um für die Tieftemperaturtechnik erforderlichen minus 140 Grad Celsius zu halten. Noch eine beiläufige Bemerkung. Guy Saunier, der das Laboratorium gründete, dachte, Tieftemperaturtechnik sei eine Gabe Gottes, eine Art Vorbereitung für das jüngste Gericht. Stell es dir vor. Okay. Wir stellen uns das vor. Und bevor wir in die Schächte eintauchen, machen wir Schluss für heute. Es passt zeitlich gerade ganz gut. Und ich speichere noch mal kurz. Ich danke euch ganz herzlich fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn wir uns dann natürlich in der nächsten Folge wiedersehen und dann hier durch die Tieftemperaturlaboratorien schleichen. Und bis dahin sage ich wie immer, bleibt in den Schatten. Wir sehen uns. Ciao.